Retro Gaming. It's Atari time. Atari. Atari 2600. Ein ganz herzliches Hallo, liebe Retro-Gaming-Maniacs. Tomaniac am Start mit einem neuen alten Atari 2600-Game unter dem Motto Atari 2600 Replayed oder Reloaded, nehmt's wie ihr wollt. Hab ich doch mal wieder Bock gehabt, Dick Duck auszukramen. Und das Modul steckt in meinem Atari 2600 Vader. Und ich würde sagen, ich guck mal, ob ich heute noch genauso schlecht bin wie vor ein paar Jahren, als ich das mal gezockt habe. Damals habe ich das noch vom Fernseher abgefilmt. Kann man eigentlich direkt schon loslegen? Kann man, offensichtlich. Die Melodie ist ja schon ikonisch, ne? So, und man muss ja wie immer die gegnerischen Elemente hier, die zweibeinigen, erledigen, indem man sie aufpumpt. Es ist übrigens so, dass man einfach den Feuerbutton gedrückt halten kann, um die aufzublasen. Ich sehe das immer wieder mal in Videos, dass die Leute dann wild auf dem Feuerbutton rumhämmern. Das ist aber gar nicht notwendig. Es reicht, den Button gedrückt zu halten. Nein, der kommt schon... Ah, scheiße. Der kommt schon raus. Ja, ich stelle mich wieder genauso dämlich an. Genauso dämlich wie damals. Dann machen wir das jetzt anders. Wenn du hier rauskommst, dann bist du fällig. Hä? Bam! So. Ich hoffe, ich stelle mich jetzt ein bisschen geschickter an. Wahrscheinlich nicht. Ich kenne mich doch. Oh, die kommen aber jetzt schon von allen Seiten. Wieso ist das denn jetzt schon so schwer, ey? Das überlebe ich doch nicht, das war doch klar. Was ist denn da los? Ey, was geht denn da ab? Warum ist denn das jetzt schon so schwer? Ich bin nichts mehr gewohnt, ey. Ich bin überhaupt nichts mehr gewohnt. Ha! Zwei auf einen Streich, jawohl. Das war aber jetzt mal Action. Ja, und der versucht jetzt zu türmen. Das Blöde ist nur, der ist schneller als ich, oder? Ha! Gerade am äußersten Zipfel noch erwischt. So, das war jetzt die Rache. Hm. Ihr seid so gemein zu mir. Paff. Wag es nicht. Die Drachen neigen nämlich schon mal dazu, Feuer zu speien. Komm doch. Hab dich. Schon wieder in derselben Ecke erledigt. Haha. Aber weit komme ich hier nicht. Ich würde ja wenigstens einmal noch so weit kommen, dass sie, wo das neue Grafikset kommt. Also sprich andere Hintergrundfarben. Aber ich glaube nicht, dass mir das gelingt. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ja, was willst du von mir, Mann? Ja. Und der Drache wird wahrscheinlich türmen. Der ist schneller als ich. Den kriege ich nicht. Oh, den kriege ich doch. Hui, 9000 Points am Ende. Ja, wenigstens einmal sieht man hier kurz. Wahrscheinlich nur sehr kurz. Das war ganz, ganz knapp. Nein! Scheiße, das war aber eng. Uiuiui. Boah. Das ging am Ende doch noch besser aus, als ich dachte, aber der wird mir entkommen. Den kriege ich nicht mehr. Nein, der ist mir zu schnell. Oh, da sind zwei drin. Oh, schlecht, 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 schlecht. Ganz schlecht. Ah, shit. Ja. Einen haben wir noch. Das ging nicht gut. Ja, wie viele Punkte habe ich denn eigentlich gemacht? Was war das?
irgendwie so um die 10.000, oder? Oder zeigt er mir das gleich nochmal an irgendwie? Kommt er gleich nochmal auf den Bildschirm zurück? Falls nicht, dann gucke ich mal, gab es noch andere Schwierigkeitsgrade? Nee, ich glaube, das kriegen wir nicht mehr zu sehen. Ja, gut. Doch, 12.200, okay. Ich glaube, keine Punktzahl, für die man sich rühmen müsste. Da geht bestimmt noch mehr. Ach, guck mal, da ist ein Teddybär-Mut. Wie sieht denn der aus? Mach mal. Ich sehe nur zwei Gegner. Okay. Gucken wir da auch mal rein. Wahrscheinlich bin ich selbst dafür zu blöd. Ich kenne mich doch. Ah, man kann durch einen Strich durchschießen. Das ist gut. Ah, guck mal, der will gar nicht wegrennen. Aber wenn es so ist... Düss. Schabadadidadidadidadidadada. Ist das nur ein Trainingsmodus? Also in dem Modus passiert nicht viel, ne? Da hast du immer nur die zwei offensichtlich. Das scheint so ein Übungsmodus einfach nur zu sein. Interessant, dass sie sowas hier eingebaut haben. Ja gut, und sonst so? Kann man eigentlich noch die Difficulty-Schalter umstellen auf schwer? Das habe ich jetzt mal gemacht. Mit A. Ah, wie, jetzt kriege ich richtig den Arsch aufgerissen. Wetten? Ich ahne es. So, du kriegst erstmal einen auf den Kopf. Pam. Hab dich. Nun lauf doch nicht weg. Oh Mann, das war schon wieder eine knappe Geschichte. Ich habe mich da schon wieder erledigt gesehen. Huh. Ich mag das Spiel total. Aber ich bin... Es ist sicher eins der... Boah, boah, boah. Wieso lebe ich noch? Leck mich am Arsch. Nein, scheiße. Nein. Oh, das erste war ja schon eine sehr haarige Situation, aber dann... Nein! Ah! Da habe ich mich jetzt auch schon wieder tot gesehen. Ey, meine Fresse, das ist ja manchmal haarsträubend hier, du. Um Sackhaaresbreite entkommen. Lass ein Feuer aus. Komme nicht auf dumme Gedanken, Drache. Oh, das ist aber nah an meinem Eingang hier. Okay, umso besser. Wieso müssen jetzt eigentlich schon wieder von allen Seiten die geröstet? Bleib drin, bleib drin, bleib drin. Stirb. Paff. Ja, man kann im Grunde auch durch die Wand durchschießen, aber es hilft nicht immer, ne? Kann klappen, muss aber nicht. Ah. Bleib hier. Ah. Shit. Zu kurz. Was mache ich da? Was mache ich da? Wieso habe ich das gemacht? Aber oh, das sieht nicht gut aus. Kann klappen? Muss aber nicht. Vor allem, weil mir der eine jetzt da abhauen. Hä? Ja, komm hoch. Dich kriege ich. Shit! Ja, das war mein Glück, dass der stehen geblieben ist, um Feuer zu speien. Wahrscheinlich kann er nicht laufen und Feuer speien gleichzeitig oder sowas. Okay, soll mir recht sein. Bleib schön am Start. So, du bist tot. Peng. Aber da unten kommt noch was. Du kannst natürlich hierher kommen. Genau, folg mir unauffällig. Tschüss. Das war jetzt nicht so schlecht. Schlecht wird's gleich, glaube ich. Ich muss ja auch unbedingt den Bonus haben. Interessanterweise. Oh, jetzt kommt er. Shit, mach keinen Mist.
Ah, verdammt. Einer von denen wird mir gleich definitiv abhauen. Aber ich bin dann vielleicht schneller. Ja! Und ich habe meine eigene Punktzahl schon getoppt. Sehr schön. Diesmal komme ich ein bisschen weiter, aber das heißt hier gar nichts. Na, schon... Oh, warum? Warum mache ich das? Weil ich Tomaniac heiße. Oh Mann, ich werde von allen Seiten gejagt. Das ist nicht gut. Leider konnte ich so auch keinen abhängen. Scheiße. Nein! Ich habe nach oben bewegt, aber irgendwie hat's geklemmt. Shit. Ach, die sind ja zu zweit. Ah! Na, ah! Ich bin doch nach oben. No. 12.850 Punkte und es geht dem Ende entgegen. Gib mal wenigstens noch ein paar Punkte hier ab. Tu es nicht. Ja, bitte, gib den Weg. Bitte. Und jetzt, jetzt, jetzt. Ah, ja, Arschlöcher! Wieso? Nein! Wieso haben die gerade noch auf den Hacken kehrt gemacht und haben das gepeilt? Die haben die Falle gerochen. Scheiße. Dickduck. Immer wieder für ein Ründchen gut. Ich bin wie immer genauso schlecht wie eh und je schon. Aber das Game mag ich trotzdem und das gebe ich auch nicht mehr aus meiner Sammlung. Also jeder Atari 2600 Sammler sollte auch dieses Game haben. Ich hoffe, euch hat das Zuschauen unterhalten und ihr fandet das hier gut und wenn ja, dann würde ich das freuen, wenn, würde ich mich freuen, wenn ihr das honoriert mit einem Däubchen nach oben, so rum geht's. Lasst gerne auch ein Abo da und seid dann doch zukünftig gerne treue Zuschauer meines Kanals. Bleibt mir treu, empfehlt mich weiter, ciao, bis zum nächsten Mal, was auch immer da kommt, macht's gut, ihr Lieben, euer Tomaniac.